Aber sie hat doch eine Studie in Auftrag gegeben. Mhm. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, okay, die ist von Energieversorgern zum Teil finanziert. Das muss nicht unbedingt heißen, dass die Wissenschaftler Idioten sind und gegen ihr eigenes Gewissen publizieren. Möglicherweise haben sie subjektiv nach ihrem besten Wissen und Gewissen die Wahrheit, falls es die gibt, publiziert. Ich habe als Endverbraucher, also als normaler Wähler, habe ich doch keine Chance jetzt zu entscheiden, manipulieren die mich? Ist diese Studie gefälscht in Teilen? Das würde man aber doch erwarten, dass die qualifizierten Medien in Deutschland, die es gibt, dass die das einordnen. Haben sie auch gemacht. Und es wurde ganz klar gesagt, es gibt normative Vorgaben. Selbst der Minister hat es gesagt bei dieser Studie, die kommen zu bestimmten Ergebnissen. Und jeder weiß ja, Zahlen und Statistiken kann man so zurechtbiegen, wie man sie braucht. Der Kern der Konfliktlage ist doch die auch der Umweltminister sagt. Man muss jetzt einen Ausstiegstermin finden, eine Reduktion, damit überhaupt Druck in die Politik kommt, alternative Energieformen zu entwickeln. Und genau dieses Muster von Politik, alternative Politikszenarien, wollen die Atomkonzerne verbieten. Und ich glaube, am Ende schaden sie sich selbst. Mein Eindruck ist, sie haben in dieser Frage Atomenergie überzogen. Dieser Lobbyismus, dieser Brachiallobbyismus wird dazu führen, dass das eine Vertrauensvernichtungsmaschine ist und am Ende die Leute sich abwehren und abkehren. Also ich sehe das genauso, dass man zum Beispiel, man gibt Gutachten, um Legitimation aus der Wissenschaft für bestimmte Entscheidungen zu kriegen. Und das ist in dem Fall wirklich in die Hose gegangen. Einmal hat man ein Institut, das finanziert ist von der Kernenergiewirtschaft. Und man hat auf der anderen Seite, wenn man sich genau die Szenarien anschaut, hat man eben keinen eindeutigen Beleg dafür, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, dass es ökologisch sinnvoll ist, die Kernkraftwerke wesentlich länger laufen zu lassen. Das heißt, hier hat das ganze Spiel nicht funktioniert. Mhm. Die Bundesregierung kriegt keine Legitimation davor. Sie muss sich wirklich bekennen, ob sie den Interessen der Atommeilbetreiber folgen wird oder nicht. Aber darf ich mal daran erinnern, dass wir vor genau der gleichen Situation schon mal standen. Klar. Wir haben jahrzehntelang eine Übermacht der Energiekonzerne gehabt. Wir haben eine oberstarke Lobby für die Kernkraft gehabt. Ja. Wir haben hohe Subventionen in dem Bereich gehabt. Ich komme nun von der anderen Seite, aus dem NGO-Bereich, wie man so heute schön sagt. Ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung. Und trotzdem ist es gelungen, dass Menschen, dass ganz viele Menschen aus dem Volk aufgestanden sind und gesagt haben, wir glauben euch nicht mehr. Wir glauben den geschönten Gutachten nicht, wir glauben dem ganzen Geld nicht, was ihr in euer Lobbying steckt. Das fing ja schon viel früher an. Also es fing ja nicht nur auf der Bundesebene an, sondern damals hat man ja schon auf der kommunalpolitischen Ebene extrem lobbyiert. Und trotzdem ist es gegen diese Konzerninteressen, Lobbyismusinteressen, einem Volk gelungen, sich gegen etwas auszusprechen. Die Mehrheit der Deutschen hat sich eindeutig gegen die Kernkraft positioniert und hat es geschafft, mit Hilfe von Initiativen und dadurch, dass man sich selber politisch beteiligt hat und sich eine Stimme gegeben hat, sich organisiert hat, zum Beispiel diesen rot-grünen Ausstiegsbeschluss hinzubekommen. Sind die denn besser geworden in der Lobbyarbeit? Also sind wir träger geworden oder sind die besser geworden? Ach, ich weiß gar nicht, ob die sich so sehr verändert haben. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das über die Jahre beobachtet habe, so richtig glücklich waren wir mit ihrem eigenen Konsens nicht und haben ja eigentlich immer angekündigt, dass wenn es andere Mehrheiten gibt, sie auch wieder dran drehen wollen. Und es gab auch immer ein politisches Lager, was gesagt hat, ja, da muss man wirklich drüber reden, ob man es nicht doch braucht. Also ich habe eher das Gefühl, es hat sich nicht wahnsinnig was verändert, sondern irgendwie jetzt sind die einen mal wieder dran und dann haben die mal wieder ein bisschen mehr Macht und beim nächsten Mal vielleicht die anderen kurz wieder. Ich so. Aber die Lager sind der qualitative Unterschied ist, glaube ich, der, dass man von langer Hand die sogenannte Renaissance der Atomenergie eingeläutet hat. Hier gibt es ein Konzept, Kommunikationskonzept von Energie Baden-Württemberg und anderen Konzernen, E.ON, die das ganz genau überlegt haben, wie man die Öffentlichkeit beeinflusst, Medien für sich einnimmt. Und das ist von langer Hand geplant. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist diesmal, es geht um die Selbstbehauptung der Politik, um das Primat der Politik, die mit dieser Frage mitentschieden wird, weil es ja den Ausstiegsbeschluss gab. Und wenn das sozusagen auch gebrochen wird, dann verschwindet auch das Vertrauen in demokratische Verfahren. Und das ist am Ende ein Pyrrhus-Sieg der Atomenergie. Deshalb ist das ganze Thema im Moment ein Thema der Politik, dass die Stromkonzerne ihre Gewinne weiter haben wollen, kann man im Grunde nicht übel nehmen. Es ist in der Tat ein Problem des Renats der Politik.
Okay, nächstes Thema. Ich muss gestehen, dass mich über zwei Jahrzehnte nicht das Rauchen, aber die Dreistigkeit der Zigarettenindustrie erst erbost, schließlich amüsiert hat. Dreist, weil sie Wissenschaftler und Studien, vor allem in Amerika, einfach kaufte und mit gefälschten Zahlen und Gutachten die Öffentlichkeit tatsächlich daran zweifeln ließ, ob Rauchen nun gesundheitsschädlich ist. Glauben Sie wirklich, dass Menschen vor, sagen wir, 15 Jahren so viel dümmer gewesen sind als wir, dass Wissenschaftler jahrzehntelang nicht erkennen konnten, dass der Zusammenhang zwischen Krebs und Rauchen eben nicht statistischer Rauch, sondern Fakt ist? Unlängst kam heraus, dass einige der von der Industrie bezahlten Wissenschaftler und Statistiker, die einst vom blauen Dunst lebten, nun für die Energiewirtschaft Studien anfertigen, die zeigen sollen, dass der Klimawandel gar nicht existiert, sondern wieder nur statischer Rauch, statistischer Rauch ist. Auch das war einigermaßen erfolgreich, wie Sie wissen, viele glauben es ja immer noch nicht, bis die Sache publik wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Rauchen. Danke, dass Sie rauchen. Sie erwirtschaften Steuereinnahmen und machen anderen Menschen früher Platz auf diesem Planeten. Verschweigen brauchen Sie die Wahrheit nicht mehr. Filtern Sie sie einfach. Knäler, das Gesicht der Zigarette, der Pin-Up-Boy der Nikotinbranche. Die Satire Thank You for Smoking zeigt, wie die amerikanische Tabakindustrie jahrzehntelang die Öffentlichkeit manipuliert hat. Noch aus dem Bildungsfernsehen kennen. Diese Männer hatten sehr schnell erkannt, dass sie für die Behauptung, Zigaretten würden nicht abhängig machen, Beweise brauchten. Das ist der Mann, auf den Sie sich dabei verlassen. Erhard von Grubtenmund. Den haben Sie in Deutschland gefunden. Ich will Sie nicht mit Details langweilen. Er untersucht seit 30 Jahren den Zusammenhang zwischen Nikotin und Lungenkrebs, ohne irgendwelche Ergebnisse. Und hier haben wir unsere Rechtsverdreher. Wir rekrutieren sie aus Elite-Unis und schenken ihnen Ferienwohnungen und Sportwagen. Der Film ist keine Übertreibung. Interne Dokumente der Zigarettenindustrie belegen, dass sie den Verbraucher systematisch über Gefahren des Rauchens und Passivrauchens getäuscht hat. Das Wohlwollen von Politik, Wissenschaft und Medien sicherte sich die Industrie durch Sponsoring und Forschungsaufträge. Und in Deutschland? Auch hier gibt es Politiker und Journalisten, die sich für die Tabakkonzerne einspannen lassen. Eine geschickte PR-Maßnahme ist der Liberty Award der Firma Rindsma. Der Preis geht an einen Journalisten, der sich beispielhaft für die Freiheit eingesetzt hat. Indem man das Rauchen mit dem hohen Gut der Freiheit verbindet, will man die lästige Gesundheitsdebatte ins Abseits schieben. Wie stark die Tabaklobby in Deutschland verankert ist, zeigt das Beispiel der Zigarettenwerbung. So spricht sich ausgerechnet das deutsche Gesundheitsministerium Anfang der 90er Jahre gegen ein absolutes Werbeverbot für Tabakprodukte in der Europäischen Union aus. Den Vorschlag für ein aufgeweichtes Verbot übernimmt sie vom Verband der Zigarettenindustrie. Auf dem Höhepunkt der Debatte verteilt die Tabakindustrie Spenden an alle Parteien. Allein 80.000 Mark gehen an die Partei des damaligen Gesundheitsministers Seehofer. Der setzt sich 1997 in Brüssel erneut gegen das Verbot ein. Eine Studie aus dem eigenen Hause, die die Verführung Jugendlicher durch Tabakwerbung bestätigt, hält er unter Verschluss. Als sich das Werbeverbot nicht mehr verhindern lässt, klagen Seehofer und später auch Kanzler Schröder vor dem Europäischen Gerichtshof. Erst als hohe Strafzahlungen drohen, kommt eine entsprechende Gesetzesinitiative in Gang. Mit Antritt der schwarz-roten Koalition wird das Rad wieder zurückgedreht. Der neue Verbraucherschutzminister Seehofer lässt sich von Strafzahlungen in Millionenhöhe nicht beeindrucken und stoppt die Gesetzesinitiative. Doch 2006 macht der Europäische Gerichtshof der Posse endlich ein Ende, indem er die Klage Deutschlands gegen das Werbeverbot einfach abweist. Ein weiteres Gebiet, auf dem Deutschland seinen europäischen Nachbarn nachhinkt, ist das Rauchverbot in Gaststätten. Im September 2006 berät eine Arbeitsgruppe des Bundestags über ein Gesetz zum Nichtraucherschutz. Dem Gremium liegt ein Entwurf vor, der jedoch viele Ausnahmen vom Rauchverbot zulässt. Kein Wunder, der Text wurde direkt aus einem Papier der Tabaklobby herauskopiert, ohne seinen Verfasser zu nennen. Das Gremium beschließt dennoch ein weitreichendes Rauchverbot. Doch wenige Tage danach meldet sich Innenminister und Pfeifenraucher Schäuble. Er behauptet, der Bundestag wäre für ein Rauchverbot in Gaststätten gar nicht zuständig, sondern die Länder. Diese juristisch umstrittene Aussage beruht auf einem 13 Jahre alten Gutachten, das sein Ministerium gerade rechtzeitig gefunden hat. Die Autoren der Studie arbeiteten im Auftrag einer Forschungsgesellschaft Rauchen und Gesundheit.
Deren Gesellschafter sind, zufällig, auch Funktionäre des Verbandes der Zigarettenindustrie. Mit der versteckten Finanzierung von scheinbar unabhängigen Studien beeinflusst die Tabakindustrie seit Jahrzehnten Politik und öffentliche Meinung. Dabei passt sie ihre PR perfekt den jeweiligen Erfordernissen an. Doch die Luft wird immer dünner. In den USA sind milliardenschwere Schadensersatzprozesse im Gange und in Deutschland zeigt die Volksabstimmung in Bayern, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr der Allianz von Politik und Tabaklobby beugen will. Frau Tritz, Sie kennen das ja alles schon, auch meine Polemik eben. Sie kommen von den Grünen, Sie sind Nichtraucherin und sind trotzdem Tabaklobbyistin geworden. Warum? Ich habe nie diese Berührungsängste zum Tabak gehabt, weil ich bis vor 6 Jahren selber geraucht habe. Ich habe vor meinen Türen quasi in Niedersachsen, wo ich lebte, 2 große Tabakunternehmen in Hamburg gehabt. Und für mich und meine ganze Geschichte, meine Sozialisation gehörte Rauchen irgendwie dazu, obwohl wir immer wussten, dass Rauchen auch schädlich ist. Und ich habe auch selber, als ich als Kind angefangen habe oder als Jugendliche angefangen habe zu rauchen, wir haben uns da keine Illusionen hingegeben. Ne? Aber Sie kennen doch auch noch die Zeiten. Also ich weiß das noch ganz genau, wie in den Zeitungen die Studie rauskam. Passivrauchen ist nicht nur nicht schädlich, sondern hilft sogar aktiv, Immunkräfte aufzubauen. Naja, Gott, ich meine, ich weiß wirklich nicht, wer solche Studien verfasst hat. Ja, die Amerikaner in dem Fall. Ja, die Amerikaner müssen offensichtlich wirklich eine ganz schräge Form von Statistik gemacht haben. Also wir machen sowas nicht. Nun muss man auch sehen, wir sind seit 2 Jahren mit diesem Zigarettenverband am Start, nachdem sich der langjährige alte Verband aufgelöst hat. Und ich glaube auch, in dieser Branche sind Menschen lernfähig. Und es gehört überhaupt nicht zu meinem Geschäft, so derartige Studien in Auftrag zu geben oder mir da Gefälligkeitsgutachten zu beschaffen. Wir machen auch übrigens überhaupt keine Untersuchungen oder Gutachten zum Thema Rauchen und Gesundheit. Das ist ein komplettes No-Go-Thema mittlerweile für uns. Sie haben gesagt, und das fand ich sehr gut, ganz besonders meine Arbeit als Lobbyistin in dieser kritischen Industrie muss transparent und transparent und transparent sein. Ja. Wie machen Sie das möglich? Also ich versuche natürlich, eine größtmögliche Zurückhaltung tatsächlich bei der Einflussung von Politik. Ich mache ganz viele Events, Veranstaltungen und dergleichen nicht, die andere Lobbyisten machen. Ich spreche auch mit meinen Unternehmen darüber, was man macht und was man nicht macht. Also ich finde auch gerade, wir haben es häufig gehört beim Thema Lobbyismus, gehen manche Dinge in den Bereich der Korruption. Das sind aufwendige, ach weiß ich nicht, man kann Leute bespaßen, mit Geschenken überhäufen, einladen und dergleichen. Das sind alles Dinge, die ich nicht mache. Sondern wenn ich ein Thema habe, was uns, was der Industrie wichtig ist, dann formuliere ich das. Das kann auch jeder nachlesen, das kann jeder bei mir abfragen. Ich formuliere auch die Interessen, die ich da habe. Ich bitte ganz öffentlich die Politik darum, dass ich diese Bedenken oder Wünsche, die ich dann habe, vortragen kann. Ich mache da nichts im Hinterzimmer, sondern das, was ich dann, wenn ich dann vordringe zur Politik, mit denen berede, das kann ich auch hier tatsächlich vor laufender Kamera bereden. Also es hat nichts Geheimnisvolles und meine Arbeit ist im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gehört habe, auch lichtfähig. Herr Leif ist, glaube ich, Raucher und hat einen Einwand. Ja, nee? Aber nur sozusagen Zigarillos und nur ohne Lunge. Aber trotzdem, das Witzige ist doch, dass man bei Frau Tritz was Neues feststellen kann, weil sie ist die Repräsentantin meiner Ansicht nach eines neuen Lobbyismus, eines Smart-Lobbyismus. Ist ja nicht umsonst, dass die Tabakindustrie sich eine grüne Frau aussucht, die eine ganz besondere Erscheinung ist und die man nicht sozusagen direkt in Lobbyismus steckt. Und das zeigt ja auch das Positive. Am Bereich des Tabaklobbyismus kann man die Gegenwehr und die erfolgreiche Gegenwehr der Zivilgesellschaft fantastisch sehen. Ohne die Initiativen von sehr intelligenten Forschern, auch aus den Krebsforschungszentren, die ihre Studien, ihre im Plural, widerlegt hätten. Ohne sehr gute Arbeit einzelner Abgeordneter wie Herr Binding im Bundestag, die sich einfach nicht gefallen lassen haben, die Gegenwehr geleistet haben, die gesagt haben, Parlament ist autonom, wir lassen uns von der Lobby nicht über den Tisch ziehen. Und ohne vor allen Dingen auch Basiswiderstand von der Bevölkerung hätte es diesen kulturellen Wandel gar nicht gekommen.
ehrlich gesagt, sie tun mir fast leid, weil bei ihnen gibt es nicht mehr viel zu lobbyieren, weil die Volksstimmung mittlerweile durch die Volksbegehren und die Abstimmung so eindeutig ist, dass jede Argumentation im Grunde von ihnen ja quasi ein bisschen absurd klingen würde. Jeder weiß, das ist ungesund, jeder weiß, das ist schädlich. Und ich glaube, dieser Trend, dass Lobbyismus nicht mehr die Supermacht ist, kann man an einem Tabakbeispiel am besten exemplifizieren. Und im Grunde löst sich das auf. Sie müssen sich anpassen. Sie machen im Grunde ja nur noch versteckte PR und Werbung.